Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von My Urban Healthy Me. Ich bin Lydia Vielbach, Initiatorin dieser Geschichte Wie kannst du gesund in der Stadt leben? Und ich freue mich heute total über meinen spannenden Gast, Mr. Horst Puchinger. Er hat ein bewegtes Leben als Unternehmer hinter sich und ist vor einigen Jahren ausgestiegen, um eine Aloe Vera Farm zu kaufen. Und er ist langjähriger Lieferant und auch guter Freund geworden in meinem Lebenswertladen, wo ich seine Aloe an meine Kunden weiterverkauft habe, denn sie sind die besten, die es gibt am Markt. Aber lieber Horst, willkommen hier bei mir und ich freue mich total, dass wir heute einen Austausch haben, einen ungewöhnlichen Austausch, denn wir hatten uns ja über die Ware ausgetauscht und jetzt habe ich dich eingeladen, heute mir zu erzählen, wie kommt es, dass du Aloe Vera unter die Menschen bringst. Danke für die Einladung, liebe Lydia. Ja, wie kommt das? Wie die Mutter zum Kind. So wie alles im Leben, sehr, sehr unschuldig und sehr zufällig. Ja. Während eines Urlaubs Griechenland kennengelernt, lieben gelernt, ja. Menschen kennengelernt, einen Wohnsitz gegründet, Freunde kennengelernt, unglaublich romantisch, nett und lieb, Menschen haben Zeit, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ich konnte mich unglaublich gut erholen und dieser sogenannte mediterrane Way of Life hat mir es wirklich angetan, hat mir sehr taugt. Ja, dann, man lernt Freunde kennen, sehr intensiv kennen, gute Freundschaften, fast brüderliche Freundschaften, dann kam die Wirtschaftskrise in Griechenland und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Menschen helfen können, aber jetzt nicht als großer Fürsorger, sondern gemeinsam etwas schaffen, etwas Nachhaltiges tun. Und ich habe mir das Vorschlag gemacht, also ich würde in ein Projekt investieren, aber es muss etwas Besonderes sein, es muss etwas Einzigartiges sein, es muss etwas Nachhaltiges sein. Ja, 4 Monate später haben sie mir angerufen, sie haben ganz ein tolles Projekt, ich möge kommen. Sie haben einen Termin-Meeting mit relevanten Personen aufgestellt und das ist um so und so viel, um so und so viel Uhr in Tyros am südöstlichen Peloponnes. Ich bin hingeflogen, das Meeting hat am Abend stattgefunden. Es waren da der Chef der österreichischen Wirtschaftskammer, Außenhandelsstelle Athen, es war da der Chefprofessor von der Agraruniversität Athen, es war da der Landwirtschaftsminister von Griechenland, es war da der Präsident der Aloe Vera Vereinigung. Und dann wurde mir dieses Projekt Aloe Vera vorgeschlagen. Ich bin ein Informatiker, habe 28 Jahre lang IT-Unternehmen geleitet und keinen Tau von Homöopathie, von Heilpflanzen und habe mir gedacht, man will mich verarschen. Ich habe also die versteckte Kamera gesucht und war völlig fertig. Mein ganzes Leben hat sich sehr geradlinig und numerisch abgespielt und auf einmal bin ich konfrontiert mit Heilpflanzen. Okay. Und ich war völlig überfordert und habe das Meeting in der Sekunde abgebrochen und habe gesagt, das mache ich nicht mit. So ein Blödsinn habe ich überhaupt noch nie gehört. Und habe das Meeting verlassen, bin zu mir heimgefahren, habe meine Frau angerufen, damals noch verheiratet, und habe ihr mitgeteilt, was die Wahnsinnigen wollen mit mir Aloe Vera. Und meine Frau hat mir derartig zusammengeschimpft. Und ob ich keine Ahnung habe, was das ist und wie toll das ist. Und die ganze Welt spricht davon. Und das ist die älteste Heilpflanze, die effektivste Heilpflanze. Über 200 Inhaltsstoffe, wissenschaftlich erwiesen. Ich habe mich dann von 20 Uhr abends bis 7 Uhr morgens über 7000 Internetseiten Dokumentationen über die Aloe Vera durchgekämpft und habe um 8 Uhr morgens das Meeting wieder einberufen, habe mich entschuldigt und dann hat das Projekt Aloe Vera begonnen. Wow, das ist ja wirklich eine Story. Oh ja. Das kann man als life-changing besprechen, oder? Also bezeichnen. Weil ja. Das ist, wenn du jetzt so wie der Saulus zum Paulus geworden bist in einer Sekunde. Ja, ich habe auch in der Sekunde begonnen, mich sehr, sehr intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen. Die damals größte Plantage war auf Kreta, betreibt ein 85-jähriger Mann, der vor 30 Jahren illegal die ersten Aloe Vera Papadensis Miller sortenrein und biologisch aus Kalifornien illegal in Griechenland eingeführt hat. Hat die dann nach 2 Jahren in Griechenland offiziell
zertifizieren lassen, die Sortenreinheit feststellen lassen. Und dieser Mann betreibt eine Plantage mit ca. 500.000 Pflanzen. Und mit dem haben wir Kontakt aufgenommen und ich bin mit meiner Mannschaft nach Kreta. Mhm. Und wir haben dort 14 Tage auf dieser Plantage mitgearbeitet, um das Leben mit der Aloe Vera und von der Aloe Vera kennenzulernen. Mhm. Was braucht sie? Worauf muss man aufpassen? Wie erntet man sie? Was passiert mit den Babys? Darf man düngen? Ja, nein. Wie oft muss man es wässern? Wie erntet man? Also die ganzen relevanten Sachen. Wir waren 14 Tage dort. Dann haben wir das Ganze versucht zu verarbeiten und einen Monat später sind wir noch einmal eine Woche hingefahren. Dann habe ich in Tyros Grund gekauft, habe den Grund so hergerichtet, damit die Aloe Vera dort leben kann und wir haben die ersten 20.000 Pflanzen von Kreta sortenrein und biologisch nach Tyros gebracht. Mhm. Brunnen gegraben, Bewässerungssysteme gemacht, über 20 Kilometer Bewässerungssysteme. Die Aloe Vera kann zwar ohne Wasser leben, allerdings wenn ich mit dem Gel arbeiten will, der Gel ist ja nichts anderes als ein Wasserspeicher, muss ich sie bewässern, ansonsten bleiben die Blätter wie bei einem Kaktus, kennt man so, Ohrwaschelkaktus, ganz typisch, bleiben so verrunzelt und klar. Die Aloe Vera braucht dann circa 4 Jahre, bis sie das erste Mal blüht. Und erst wenn sie das erste Mal geblüht hat, hat sie alle Inhaltsstoffe voll ausgebildet und man kann beginnen, die Blätter zu verkaufen. Mhm. Das heißt, wir hatten 2,5 Jahre alte Pflanzen gekauft und 3 Jahre alte Pflanzen gekauft. Wir hatten ein Jahr bis eineinhalb Jahre Zeit, zu lernen, was wir mit der Aloe Vera in Tyros in Arkadien machen. Mhm. Und es hat sich prächtig entwickelt. Wir verwenden keinen Dünger, wir verwenden Wasser, das aus 200 Meter Tiefe kommt. Wir haben eine unglaublich tolle, rote, steinige Erde und haben tolles Klima, viel Sonne, keinen Frost. All das, was die Aloe Vera braucht. Und sie hat sich blendend entwickelt. Also nach 3 Jahren haben unsere Pflanzen begonnen, nach 3,5 Jahren haben die Pflanzen begonnen zu blühen. Nach 4 Jahren war unser Bierzertifikat fertig, dauert in Griechenland ein bisschen. Das Zeugnis, dass unsere Produkte sortenrein sind. Und dann haben wir begonnen, diese Aloe Vera zu vermarkten und in Österreich zu platzieren. Wann war denn das? Begonnen haben wir 2012. Das ist doch magisch, oder? Ich habe auch 2012 begonnen. Ein gutes Jahr. Genau, das war das transformierende Jahr, das die Welt sozusagen auf einen neuen Level gehoben hat, wie man so sieht, nicht nur in einzelnen Geschichten. Ja. Okay. Und seitdem verwenden wir es auch selbst. Also ich verwende es, meine Haustiere verwenden es, ich verwende es. Mein Freundeskreis verwendet. Ich habe begonnen mit Aloe Vera Import 2016 mit 25, 30 Kilo die Woche. Mhm. Du warst dann einer der ersten Kunden, die aufgesprungen ist, die das Potenzial dieser Heilpflanze auch erkannt hat und gesehen hat. Und heute importiere ich pro Woche 1,5 Tonnen. Ja, aber ich kann mich erinnern, ich bin ja jetzt, ich habe 2012 Ende des Jahres den Laden aufgemacht und du kamst doch relativ bald bei mir in das Geschäft rein. 2015. Das war es 2015. Es kommt mir nämlich schon so vor, als wenn du schon länger, wenn ich die Aloe schon länger hätte. 2015 war das erst. Okay, weil ich habe das schon einfach als so ist es. Ich habe jetzt mir von dir heute wieder frische Blätter liefern lassen. Also ich bin da jetzt ganz glücklich, dass ich da so dieses pralle, wassergefüllte Blatt hier habe, denn wir haben das ja in unserem grünen Smoothie hineingemixt und ich habe da auch die besten Erfahrungen damit gemacht, es zu essen, weil es gibt ja zu kaufen Aloe Vera Blätter, die man, wo draufsteht, die darfst du nicht essen. Genau. Was ist da der Unterschied jetzt zu diesem Blatt? Der Unterschied ist, es gibt ungefähr 300 verschiedene Sorten von Aloe Vera und es sind nur 2 essbar, beziehungsweise medizinisch wirklich relevant. Mhm. Und das ist die Aloe Vera Barbadensis Miller, die wir hier das haben. Ist das, ja. Das ist diese hier. Man verwendet vorrangig diese Aloe Vera Sorte, weil sie große Blätter hervorbringt, dick gefüllt mit Gel. Das heißt, in der Verarbeitung sehr, sehr einfach sind und man im Gegensatz zu einer zweiten medizinischen Aloe Vera, die Arborsensis, die sehr, sehr schmale Blätter hat und man sehr, sehr wenig Gel daraus gewinnen kann. Diese Aloe Vera Barbadensis Miller hat über 200 Inhaltsstoffe, die wirklich, also man kann sie Punkt 1 äußerlich und innerlich anwenden.
Seit Kleopatra weiß man, oder seit Alexander dem Großen weiß man, dass Aloe Vera zur äußeren Anwendung bei Verletzungen, Alexander der Große zum Beispiel hat seine Kriege nach dem Reifezustand seiner Aloe Vera-Plantagen ausgerichtet, damit er seine verletzten Mannen medizinisch versorgen konnte. Kleopatra hat es gemacht für die Schönheit, für die Haut. Das weiß man. Jede Frau weiß heute oder jeder Mensch weiß heute, was Aloe Vera bewirkt. Was die wenigsten wissen ist, dass die Aloe Vera in ihrer ursprünglichsten Form, das frische Blatt, das wir jeden Mittwoch frisch aus Griechenland nach Österreich importieren, jede Woche frisch, natürlich die effektivste Form ist, um dieses Aloe Vera Gel oral aufzunehmen oder auch äußerlich aufzutragen. Mhm. Es ist keine Chemie dabei, es ist 100% Natur, es ist biologisch, es ist sortenrein, das ist 100% Natur und das ist das Schöne. Du machst ja auch speziell dieses Gel, das heißt, das ist das Innere von der Aloe und das tust du abfüllen und also mixen, abfüllen. Das muss auch luftdicht und sauer und lichtdicht verpackt werden bzw. gelagert werden. Wie lange hält das so ein Flascherl? Das Flascherl hält gekühlt gelagert 8 Tage, ja. Deshalb haben wir es mit 250 Milliliter begrenzt. Die 250 Milliliter sind in etwa der Bedarf eines erwachsenen Menschen, wenn er es äußerlich und innerlich anwendet, von einer Woche. Ja. Wie man dieses Gel so 100% natürlich herstellt, können wir gleich zeigen. Genau, wir haben ein Blatt vorbereitet. Schau, ich meine, ich zeige dir jetzt einmal, wie ich das mache. Ich habe hier eine Küchenrolle. Und ich habe das schon geschnitten und wenn man das jetzt hier abtupft, in dem Fall hat die sehr wenig Alkaloide, sehe ich, weil das ist keine gelbe, orangefarbene Farbe, die jetzt da bleibt. Und ich habe ja immer so ungefähr so ein Stückerl genommen. Ich mache das jetzt einmal für die anderen und du zeigst dann deinen Weg. Ich habe das halt so immer verwendet. So viel habe ich in den grünen Smoothie reingegeben. Ich weiß, man soll das am Rand so wegschneiden, dass man nicht das Orangefarbene oder das nicht Gelbe... Nicht in die Blattschale schneiden. Genau. In der Blattschale befindet sich Aloin. Aloin ist ein stark abführendes Mittel, das früher, bevor die Pharmaindustrie uns mit ihren Sachen begonnen hat zu vergiften, als Abführmittel verwendet wurde. Okay, aber wenn ich das jetzt so auf meine Haut auftrage, ist das... Ist egal, oder? Das spielt überhaupt keine Rolle. Man darf nichts verschwenden. Das Gel, das auf der Blattschale drauf ist, soll man benutzen. Gerne. Soll man benutzen und man soll sich damit Dann kann man einschmieren auch natürlich ins Gesicht. Ganz egal für Frauen, ganz egal, ob man geschminkt ist oder nicht. Es tut nichts. Draufgeben. Ah, das habe ich jetzt schon lang vermisst. Ja, es ist kein Fett drinnen, es ist wirklich... Und dieses Gel kann man jetzt essen? Und das Gel kann man essen. Das schmeckt auch gar nicht so bitter. Es ist immer verschieden, wenn die Niederschläge reichlich sind und das Blatt dick und fett ist, ist es nicht so bitter. Wenn weniger Wasser im Speicher ist, dann ist es sehr, sehr bitter. Mhm. Das heißt, die Pflanzen variieren von bisschen bitter zu extrem bitter, ist aber ganz normal. Meine Haare, glaube ich, brauchen halt auch was. Ja. Ich habe ja Kundinnen, die sind gekommen, nur wegen den Haaren, weil das ja die Haare so schön macht. Ja. Also erstens einmal ist das der perfekte Conditioner. Und genau. Das kannst du in den Haaren lassen und viele haben das auch direkt auf die Kopfhaut getan, damit der Haarwuchs angeregt wird. Und meine Haare sind ja irgendwie jetzt trocken. Ich tue zwar keine Chemie rein, aber trotzdem können die so, mal schauen, da hinten ist ein Spiegel, kann ich das gleich als Styling-Produkt verwenden. Ja. Das heißt, innen, außen, ich esse es, ich mixe in Smoothie hinein, ich habe dieses Gel. Und ich kann mich erinnern, also du hast mir mal so eine Geheimrezeptur gegeben. Da gibt es ja so ein hochmedizinisch wirksames Elixier, das man auch wo man die Schale benutzt, macht. Ja. Und das habe ich auch selber schon ausprobiert. Da mixt man Honig mit den Schalenanteilen ohne den Stacheln und ein bisschen Alkohol zum Stabilisieren. Und das ist so eine Kapillartinktur. Ne? Genau. Also das ist eine der effektivsten Tinkturen, die es im homöopathischen Bereich überhaupt gibt. Zwei Menschen beschäftigen sich mit der Tinktur seit 40 Jahren. Mhm. Zum einen der Pater Romano Zago, ein italienischer Pater, der im brasilischen Urwald arbeitet. Und zum zweiten Buchautor Michael Peuser, auch Aloe-Papst genannt, der ebenfalls seit 40 Jahren in Brasilien ist. Mhm. Und die beide unabhängig voneinander zu dem Entschluss gekommen sind, dass die Ursache jeden menschlichen Krebs, die verkrüppelten Kapillaren sind, sodass die Blutkörperchen
die ja nur unwesentlich kleiner sind im Querschnitt als diese Kapillare, die normal kreisrund ist, wenn sie aufgrund schlechter Ernährung, Umwelteinflüsse, Alkoholgenuss, Zigarettengenuss verkrüppeln die und die roten Blutkörperchen kommen nicht mehr durch bis zu den äußersten Mikrozellen. Mhm. Im Fachjargon nennt man das Ganze die Mikrozirkulation. Mhm. Ein ganz wesentlicher Teil, die für den Menschen unvorstellbar wichtig sind. Ich muss die äußersten Zellen mit Sauerstoff versorgen können und das passiert durch die Kapillaren. Mhm. Der Mensch hat 150.000 Kilometer Kapillaren in sich, die also Venen, Arterien und alle Gefäße und Zellen des Körpers verbinden und versorgen. Mhm. Nur die großen wie Herz, Nieren, Lunge und dergleichen mehr werden über die Venen und Arterien versorgt, der Rest über diese Kapillaren. Mhm. Und in dem Augenblick, wo die Zellen mit Sauerstoff nicht mehr versorgt werden, und das sind immer die Mikrozellen ganz am Ende des Kreislaufes, dann beginnt dort der Krebs. Und sie sind beide zur Überzeugung gekommen, dass jeder Krebs, jede Krebserkrankung hat als Ursprung die nicht mit Sauerstoff versorgte Zelle, Mikrozelle, ganz am Rande der Zellenstruktur im menschlichen Körper. Diese Kapillarendinktur ist sehr interessant. Ein ganzes Aloe Vera Blatt, man schneidet die Spitze ab, das Ende ab und seitlich die Dornen, schneidet sie in Stückchen inklusive Schale, gibt sie in einen Mixer, gibt einen halben Kilo Biohonig dazu und ein 16 Liter Alkohol. Mhm. Das kann sein. Romano Zago in Brasilien nimmt Zuckerrohrschnaps. Michael Peuser sagt, man nehme medizinischen Alkohol aus der Apotheke. Und unabhängig voneinander haben diese zwei Personen diese Mixturen entwickelt und wird nahezu weltweit als Krebsprävention verwendet. Mhm. Das heißt, man macht als gesunder Mensch diese Kapillarendinktur maximal zweimal im Jahr und das erweitert die Kapillaren und macht sie wieder kreisrund, wie bei einem Kind. Also wirklich wieder frisch, elastisch und rund, sodass die roten Blutkörperchen durchkommen und dass die Zellen mit Sauerstoff versorgt werden. Und erst 15 Jahre, nachdem beide mit dieser Erkenntnis Bücher geschrieben haben, haben sie voneinander erfahren und haben sich getroffen und haben sich dann mit einem führenden Mediziner aus der Charité Deutschland, dem Professor Dr. Dr. Kopp, der dann das Mikrozirkulationszentrum in Berlin gegründet hat und betrieben hat bis zu seinem Tod, zusammengetan und haben zu dritt in diesem Aloe Vera Umfeld gewirkt. Und es ist mittlerweile eine sehr, sehr anerkannte Tinktur. Ich persönlich mag es zweimal im Jahr. Mhm. Menschen, die krebskrank sind, können die laufend während der Krebserkrankung machen, sollen das aber während ihrer Therapie mit dem Arzt absprechen. Na klar, ja. Ja. Ja, lieber Horst, jetzt muss ich da unsere wunderbare Erklärung über die Aloe jetzt noch ein bisschen in deine Richtung schicken, nämlich mich interessiert ja immer der Mensch, der jetzt sozusagen da jetzt was Interessantes macht und auch ein sehr gutes Produkt hat. Du hast jetzt ausführlich vom Krebs gesprochen. Ich weiß ja, ich meine, das ist jetzt dir überlassen, was du erzählen magst. In deiner eigenen Familie hast du dann auch so einen Fall gehabt. Ja. Und das war und da habt ihr einfach mit Aloe gearbeitet. Ja. Und magst du dazu was erzählen? Gerne. Ja. Es ist ja auch hinlänglich bekannt, dass bei der äußerlichen Anwendung, die innere, was jetzt Krebs betrifft, die Tumore, dass also nicht mehr weiter wachsen, dass man sie zerstört, dass das alles kann die Aloe bewirken. Die äußerliche Anwirkung ist, in meiner Familie war jemand betroffen von Brustkrebs, ist operiert worden und hinterher 36 Bestrahlungen gehabt. Mhm. Und wir haben während dieser gesamten Bestrahlungszeit, haben wir immer vor und nach der Bestrahlung auf den gesamten Bereich um die Brust mit frischem Aloe Vera Gel eingecremt und eingeschmiert. Und nach 36 Sitzungen, das Ganze hat stattgefunden im Krankenhaus Wiener Neustadt, hat die Haut nicht den Ansatz einer Rötung gehabt. Mhm. Sie war wunderschön wie vorher. Und im Spital konnte man das nicht glauben. Wir haben der praktizierenden Ärztin oder Oberärztin dort im Krankenhaus mitgeteilt, warum das so ist. Mhm. Und seitdem wird im Krankenhaus Wiener Neustadt werden unsere Broschüren aufgelegt, dass jeder, der irgendeine Chemotherapie oder Bestrahlung macht, sich frisches Aloe Vera Gel holt und das damit einschmiert. Man erspart sich unvorstellbare Hautschädigungen. Ja. Und das haben wir selbst erlebt, selbst gesehen und das war unglaublich. Und
dieser Mensch, diese Frau, die diese Erkrankung hatte, geht es der gut heute? Der geht es blendend, wunderbar. Das heißt, das ist alles gut ausgegangen und, ja. und die Natur hat hier hilfreich gewirkt. Wir wollen jetzt nicht behaupten, dass es nur die Natur ist, sondern es war die Summe von vielen, vielen Bestandteilen. Aber das kann zum Beispiel total unterstützend sein, wenn du, also wir wissen ja, dass wir Naturwesen sind und dass wir von Pflanzen genährt werden und dass wir Stoffe von den Pflanzen zur Unterstützung nehmen können. Und das ist ja auch meine Intention hier in meinem Geschäft, den grünen Smoothie als Basis ins Gebräu zu haben und dann zu sagen, was gebe ich denn da hinein? Weil es ist ja eben immer die Frage, welche Pflanze wirkt jetzt so gut, dass sie für mich heilsame Unterstützung bietet. Und wie gesagt, bei Aloe ist es, wie du schon gesagt hast, eh nicht das, dass du sagst, der Hauptsache es schaut aus wie so ein stacheliges Blatt, sondern das hängt schon damit zusammen. Wo kommt das her? Mit welcher Intention ist das angebaut? Ja. Sind die Bedingungen dort gut? Und so ist das ja eigentlich mit allen Sachen im Leben, oder? Was sagst du? Man findet im Internet wahnsinnig viel Lektüre. Und es gibt amerikanische Forscher, also außerhalb von Europa gibt es wahnsinnig viele, die sich mit dieser Aloe Vera beschäftigen. Mhm. Also speziell Amerika, Kalifornien oder aus Asien, wo sie auch seit vielen, vielen Jahrhunderten schon bekannt ist. Und speziell amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass unglaublich viele Produkte am Markt existieren mit Aloe Vera, weil natürlich die Industrie den kommerziellen Erfolg sucht. Mhm. Man bekommt heute Toilettpapier mit Aloe Vera, man bekommt Eis mit Aloe Vera. Was die wenigsten wissen ist, dass Aloe Vera über 50% erhitzt und ich muss jetzt niemandem sagen, wie man Papier herstellt, also ab 800 Grad aufwärts, ab 50 Grad Erhitzung, alle Inhaltsstoffe der Aloe Vera tot sind. Ja, das ist bei Superfoods und Rohkost der Fall, weil ab 42 Grad kochen wir uns selber. Das Fieber macht sozusagen die wichtigen Enzyme kaputt. Und natürlich, wenn du das Blattl jetzt pasteurisierst, hast du vielleicht noch Wirkstoffe drinnen, aber die Enzyme, die dieses Potenzieren oder diese Lebendigkeit bringen, ich muss das jetzt leider noch essen. Ja. Ist so, und beim Eis ist das gleiche. Also Aloe Vera ist eine wirklich wunderbare Pflanze. Sie gehört ja zu den Sukkulenten oder auch Wüstenlilien. Mhm. Man kann die Aloe Vera aus der Erde nehmen und kann sie 5 Jahre trocken am Feld liegen lassen. Und nach 5 Jahren setzt man sie ein und sie wächst innerhalb von 48 Stunden wieder weiter. Mhm. Was sie nicht aushält, ist Frost über mehrere Tage, dann verfault sie und ist kaputt. Mhm. Deshalb sind auch die Regionen, wo Aloe Vera wachsen, wie der Name Wüstenlilie schon sagt, also eher die heißeren Regionen. Mhm. Eine Pflanze, die dich ein Leben lang begleiten kann. Du kannst sie überall mitnehmen. Ich sage immer so, ein Blatt, du nimmst ein Blatt mit und du hast eine Apotheke mit. Das ist wirklich die Apotheke für zu Hause. Muss das jetzt gekühlt gelagert werden? Nein, überhaupt nicht. Also wenn das Blatt jetzt da so ist, weil du sagst, du kriegst das ja wöchentlich frisch. Ja. Also was passiert ist, wenn ich das jetzt da bei mir jetzt ein paar Wochen liegen habe? Passiert gar nichts. Wenn in dem Augenblick, wo ich es anschneide, eine Küchenrolle oder eine Serviette drüber, keine Folie, und unter keinen Umständen Plastik. Mhm. Es verschließt sich innerhalb von 10 Minuten und es ist quasi wieder vakuumverpacktes Gel. Mhm. Es sollte nur wie jedes Gemüse nicht an einem Ort aufbewahrt werden, wo sehr heiß ist und wo es dampft, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Dann geht der abbauende Prozess rascher. Ansonsten ist die Temperatur kein Thema. Das heißt, das kann man im Sommer bei 40 Grad herausen liegen lassen, das Blatt. Und passiert in Griechenland auch so. Genau. Also das ist überhaupt kein Thema. Außer es ist irgendwie offen, die Stelle, dann würde sie anfangen zu faulen. Genau, ganz genau. Was man noch wissen muss ist, und das kann man im Internet nachlesen, sehr, sehr viele Studien gibt es darüber, weit mehr wie 90% der kommerziell vertriebenen Aloe Vera Produkte sind mit einem Dickungsmittel gelartig gemacht, haben sehr, sehr geringe tatsächliche Aloe Vera-Anteile und sind mit verschiedensten chemischen Stoffen wie Geschmacksverstärker, Zucker wohlschmeckend gemacht. Hier, wenn Sie das Blatt selbst verarbeiten, haben Sie das Stück Naturprodukt in der Hand und Sie wissen genau, dass da nichts drin ist außer Natur. Kein Schwindel, ein ganz, ganz ehrliches Produkt. Ja. Und die Verarbeitung einer Aloe Vera ist unglaublich einfach, unglaublich einfach. Und wenn Sie das zweimal machen, machen Sie das aus dem FF. Genau. Für Ihre Kinder, für Ihre Familie, guter Smoothie.
Einmal in der Woche die Haare eincremen, nur mit Aloe Vera. Jetzt erzähl mir dein Morgenritual oder wenn du die Haare waschst. Du hast ja die Haare dir wachsen lassen, sozusagen als Zeichen der, jetzt bin ich draußen aus dem normalen Alltag und dem normalen wirtschaftlichen Umfeld. Ja. Was machst denn du mit der Aloe? Erzähl also ich mache mit der Aloe Vera sehr, sehr viel. Punkt eins, meine Hunde kriegen 2x die Woche Aloe Vera ins Futter. Das heißt, ich mache jeden Tag frisches Futter für meine Hunde, wird jeden Tag frisch gekocht. Ich selbst esse jeden Tag ein Stück Aloe Vera, ein bisschen größer als deines. Ich bin ja auch ein bisschen größer als du. Ich schäle mir jeden Tag so ungefähr 5 cm von einem Blatt, schneide ich mir ab, schäle das und esse das und mache mir einmal in der Woche mache ich mir einen Smoothie. 2x in der Woche mache ich für verschiedene Partner von mir das frische Aloe Vera Gel und liefere das aus. Und an diesem Tag wird der ganze Körper mit Aloe Vera eingecremt und auch die Haare. Das heißt, ich mache einmal die Woche, schmiere ich meine Haare wirklich fett mit Aloe Vera ein und wird auch nicht ausgewaschen. Das bleibt bis zum nächsten Tag. Die Aloe Vera macht nichts fett. Es ist kein Fett drinnen. Es ist nur Wasser und unglaublich viele heilende Inhaltsstoffe. Mehr ist es nicht. Und das ist ein Ritual, das jede Woche passiert. Einmal Ganzkörper, Gesicht, Hals und so ein bisschen öfter. Wenn man ein bisschen einen schlimmen Abend gehabt hat, dann kommt es dann halt auch ein zweites oder drittes Mal. Und immer wieder, wenn ich Besuch bekomme, und das ist öfters, gibt es immer wieder grüne Smoothies. Also ich liebe die grünen Smoothies, wobei ich da kein bestimmtes Rezept habe. Ich gehe da durch die Gemüseabteilung und dann wird von Rucola über Spinat, Zucchini bis hin zu Ingwer, Mango, Orangen, Zitronen oder Limetten, alles zusammengemischt und dann wird das kaltgestellt und mein Besuch wird damit verwöhnt. Zum Süßen nehme ich entweder Honig oder ich nehme Obst, ne? Genau. Genau. Ja, und hat sich das jetzt in deinem Leben, also hast du auch ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt und hast du, wie ist dir da gegangen von deiner Erfahrung her, weil ich weiß ja, da hat es dich einmal wirklich sozusagen, es hat ja einen Grund gehabt, warum die Aloe dir begegnet ist für dich persönlich, oder? Also wenn man das jetzt im Nachhinein sagt, ich habe früher an solche Sachen nicht geglaubt, werden alle sagen, ein typischer ITler. Ja. ITler glaubt nur, was er sieht. Ich wollte ja wissen, wie ist jetzt der Saulus zum Paulus geworden. Ja. Nämlich wirklich inhaltlich selber, dass du spürt hast. Ja, ich habe das relativ rasch gemerkt. Also ich habe begonnen mit Aloe Vera. Ich habe auch diese Kapillantinktur gemacht in einer sehr, sehr kritischen Zeit. Ich war wochenlang im Koma, habe mich wieder gut erfangen, habe auf Chemotherapien verzichtet. Ich hab wirklich ausschließlich... Das heißt, hast eine deftige Watschen vom Leben gekriegt? Ja, ja. Kann man das so sagen? Die ich mir verdient habe. Okay. Habe ich mir verdient und im Nachhinein gesehen, war es gut. Ich habe das Ganze gut überstanden. Die Aloe Vera hat mich sehr intensiv begleitet, sei es in Form der Kapillantinktur, sei es in Form des reinen Gels, das ich wirklich jeden Tag zu mir nehme. Sei es den Smoothie, den ich nehme, es ist schon ein sehr, sehr gutes Produkt und es ist unglaublich ehrlich und natürlich. Und alles, an was ich vorher nicht geglaubt habe, habe ich begonnen zu glauben. Und meine Tiere werden behandelt, wenn sie äußere Verletzungen haben, wenn sie Zahnfleischbluten haben, wenn sie Entzündungen in den Ohren haben, werden mit reinem Aloe Vera Gel behandelt und es funktioniert wunderbar. Es funktioniert wirklich wunderbar. Und was die wenigsten Leute wissen, ist, wie unglaublich viele oder wogegen diese Aloe Vera hilft. Das ist Wahnsinn. Das ist, sei es gegen Stress, sei es gegen wundgelegene ältere Menschen, die sich nicht mehr bewegen können. Also alles Probleme, die jeder, der seinen Vater, Mutter, wenn sie älter geworden sind, betreut hat, kennt diese Probleme des Wundliegens. Jemand, der im Rollstuhl sitzt. Es gibt sehr, sehr exponierte Stellen, wo sich Menschen, die nicht mehr bewegungsfähig sind, sich wundlegen. Aloe Vera regeneriert die Hautzellen um bis zu 70% schneller als ohne und entfernt die abgestorbenen Hautpartikel unmittelbar. Das heißt, die Haut ist immer schön befeuchtet und die Neubildung der Hautzellen geht unglaublich schnell vor sich. Deshalb, früher hat man gesagt, jeder Guss, wenn es die einschneidet, nimm Aloe Vera.
Die Wunden gehen genauso schnell zu wie bei Raumschiff Enterprise. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht in die Richtung. Mhm. Sie schließt die Wunde innerhalb kürzester Zeit. Mhm. In Ländern, in Asien zum Beispiel, wo die Aloe Vera seit Hunderten von Jahren in den Gärten jedes Menschen wächst, wenn die großflächige Verbrennungen haben, auch im Spital, bekommen die geschälte Aloe Vera-Gelzungen, also nicht gemixtes Gel, sondern die ganzen Gelzungen auf die Haut gelegt. Ja. Und innerhalb von 24 Stunden bildet sich eine ganz, ganz zarte Haut, dass die Infektionsgefahr gebannt ist, weil das bei großflächigen Verbrennungen die Infektion das größte Risiko darstellt. Mhm. Und es funktioniert unglaublich. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe einen Zahn gezogen bekommen. Und da habe ich bin ja da auch experimentierfreudig und da hatte ich eben einen Biophotonenleser noch nicht, der auch sehr heilsame Informationen gespeichert hat, offensichtlich auch von der Aloe. Und dann habe ich einfach so ein Gel genommen und habe es mir außen draufgelegt und ich habe aber auch das Gel innen hineingenommen und quasi wie ein Gelpflaster auf die Wunde drauf. Und es war wirklich herrlich, weil es ist der Schmerz weggegangen, die Entzündung weggegangen, es ist dieses pochende, heiße Gefühl weggegangen. Also es kühlt und es macht aber auch eben diesen Wundschmerz weg und es ist wirklich wie ein Pflaster. Ja? Also wenn man jetzt dieses Gelpflaster, das man üblicherweise kriegt, das ist ja nur eine Nachempfindung von dem. Ne? Da sind halt auch ähnliche Wirkstoffe drinnen und der Puffer, also auch diese Signatur von der Pflanze, dass es wirklich sowas wie ein Pflaster ist, dass es so ein Polster ist und dass man es eigentlich gar nicht jetzt vermixen muss. Das ist natürlich angenehmer in der Anwendung, aber du könntest jetzt hergehen und so ein kleines Stückerl von so einem Gel auch auf die Kopfhaut geben, weil ich muss es ja gar nicht zergatschen. Ne? Also ich kann das jetzt. Das es ist einfacher, wenn man es mixt, ist es einfacher. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, man sagt, bei Kleinigkeiten, wenn man sie einschneidet, in der Küche verbrennt, Insektenstich, der sich infiziert, schneidet man einfach so einen, man nennt das Ganze Aloe Vera Schwammerl, man schneidet ein Stück rund, entfernt die Haut und mit diesem Schwammerl schmiert man sich ein. Da muss man nicht Mixer bemühen, sondern, und ich habe das ja auch bei mir, also wenn das Blatt angeschnitten ist, dann hält das ja 2 bis 3 Wochen frisch im Kühlschrank. Also ich sage immer in der Mitte durchschneiden, weil so lang einen Kühlschrank haben wir nicht. Küchenrolle drauf, dass wir da so, eine Abdeckung haben und dann nicht zu kalt, also entweder in der Tür vom Kühlschrank oder in der Gemüselade, aber das darf es nicht feucht sein. Nicht? Also wir müssen immer aufpassen, 10 Grad ist ideal. Aber trockene Kälte, damit es in deinem angeschnittenen Zustand frisch bleibt. Genau. Ne? Und jeder, der einen Keller hat, ist natürlich ganz ideal. Ganz normal im Keller liegen, das kann bei 17, 18, 20, 22 Grad völlig problemlos, tut der Pflanze gar nichts. Wichtig ist, dass man es mit einem Papier verschließt, weil das Sekret, das austrinkt, in Verbindung mit dem Papier verschließt es innerhalb von 20 Minuten. Ja, super. Das ist ein wirklich tolles Produkt und ich bin froh, dass du in meinen Laden damals reingestolpert bist. Damals noch mit kurzen Haaren und Sakko. Ja. Und aber trotzdem schon sehr bestimmt von dieser Vision oder Mission oder von dieser Transformation beseelt. Bist du bis heute eigentlich immer jeden Tag on Tour und vertreibst deine Produkte selber. Aber jetzt erzähl noch einmal von deinem, wie hat sich dein Leben geändert, seit du Aloe als dein Produkt oder als deine Mission hast, ja, weil du lebst ja jetzt nicht in Wien. Wie ist so dein Tag oder wie lebst du jetzt? Mit welcher Einstellung lebst du jetzt? Also grundsätzlich muss ich sagen, hat dieses ganze Projekt Griechenland, was ja die Aloe Vera, das Olivenöl, die Wildkräuter, was alles betrifft, den Aloe Vera Honig, wir produzieren als einziges Unternehmen weltweit Aloe Vera Honig. Das ist das kleine Gläschen. Genau. Und zwar nicht ein gefakter Honig mit Bienenhonig und Aloe Vera-Stückchen drinnen, sondern wir stellen während der 2 Blütezeiten im Jahr, das ist im Mai und im September, 20 Bienenstöcke auf die Aloe Vera-Plantage und lassen 1 Hektar unserer Plantage lassen wir blühen. Mhm. Und unsere Bienen ernten diesen Honig und 2-mal im Jahr dürfen wir den Honig von den Bienen haben. Und wir haben gesunde Bienen. Wir geben ihnen auch als Honigersatz kein Zuckerwasser, sondern wir teilen uns den Honig, den sie produzieren. Wir machen halbe-halbe. Mhm. Das heißt, dieser Aloe Vera Honig ist Punkt 1 rein von der Aloe Vera Blüte und Punkt 2 von Bienen, die auch während der Winterzeit ihren eigenen Honig zum Leben haben und kein Zuckerwasser. Mhm. Und das merkt man an der Qualität. Mhm. Wir produzieren im Jahr maximal 800 Kilo Honig, mehr nicht. Mhm. Man muss wissen, die Aloe Vera wird gezüchtet, um die Blätter und das Gel zu verarbeiten und zu verwerten.
In dem Augenblick, wo die Aloe Vera blüht, sie hat riesengroße, mächtige Blüten, ja, hört die Pflanze auf zu wachsen. Das heißt, jeder, der sein Geld verdient mit Aloe Vera Blättern, schneidet die Blüten sofort ab, wenn sie beginnen zu blühen. Deshalb gibt es weltweit keinen Aloe Vera Honig. Mich hat das Projekt so sehr interessiert, dass ich das machen wollte und die Idee war nicht nur gut, das Ergebnis ist sensationell. Das ist weltweit der einzige Honig, der tatsächlich die 200 Inhaltsstoffe der Aloe Vera in sich trägt. Und es ist ein Honig, der, wenn man ihn in den Mund nimmt, auf der Zunge zergehen lässt, karamellig schmeckt und im Abgang bitter wird wie Aloe Vera. Also sehr, sehr spannend. Man muss aber wissen, das ist jetzt kein Honig, den man sich aufs Brot schmiert. Das ist wirklich das ist ein Wunder der Natur. Man nimmt da ein-, zweimal in der Woche auf nüchternem Magen Espresso-Löffel voll. Ja, kann man das so mit dem Manuka-Honig vergleichen? Weil da gibt es ja diesen Wunderhonig, der aus Neuseeland stammt man und der vom Teebaumöl quasi, Teebäumen oder Teebaumölbäumen, keine Ahnung, wie man das kann ihn erzählt. Vergleichen. Ja. Ich bin der Meinung, dass er wertvoller ist und effektiver ist, weil die Aloe Vera an sich als Heilpflanze weit effektiver ist, als der Teebaum jemals sein kann. Ob das jetzt subjektiv ist, kann ich nicht sagen. Ja. Ich bin der Meinung, dass es so ist und er schmeckt außerordentlich gut und für uns, die auf Nachhaltigkeit schauen und denen CO2-Emission auch wichtig ist, er muss nicht aus Neuseeland nach Österreich gekarrt werden, sondern er kommt aus Griechenland. Genau. Jetzt hast du noch immer nicht meine Frage beantwortet. Oder ich meine, ich will dich ja gar nicht interviewen, aber du windest dich ein bisschen und ich frage, wie lebst du heute so? Weil wir haben ja immer so spannende Gespräche hinten bei uns, bei meinem Küchentisch hinten. Da tun wir immer so ein bisschen ein Geplänkel laufen lassen. So quasi, du bist ja einer, der sich gar nichts mehr gefallen lässt, so wie ich, oder? Ja. Oder wie ist dein Leben? Was? Mein Leben hat sich sehr, sehr verändert. Es ist ja ganz klar, ich habe vorher in einem Dienstleistungsbereich gearbeitet, im IT-Unternehmen. Ich war verantwortlich für ein großes Unternehmen mit vielen Niederlassungen. Ich hatte Verträge einzuhalten. Wir haben richtig viel Stress gehabt. Es musste alles mit Wartungsverträgen 7x24, Reaktionszeit 2 Stunden, 24 Stunden am Tag erreichbar. Es war wirklich stressig. Und es ist so lange gut gegangen, bis der Körper halt WO gegeben hat. Und dann war es Zeit für mich, was anderes zu tun. Der Körper hat es verlangt von mir, hatte damals auch keine andere Möglichkeit. Und das hat sich geändert. Ich habe heute keinen Stress mehr. Ich produziere heute was. Ich habe in Griechenland diese Aloe Vera Plantage inklusive einer Babyaufzucht. Das ist unglaublich. Ich bin mittlerweile die größte und modernste Aloe Vera Plantage in Griechenland. Wir haben über 800.000 Pflanzen. Und ich sehe, wie die Pflanzen wachsen. Ich sehe, wie sie Babys kriegen, was sie uns schenken, wenn wir gut zu ihnen sind. Wir sprechen mit unseren Pflanzen. Meine griechischen Angestellten haben das nicht verstanden, anfänglich. Ich habe eine Riesenfreude. Sie sprechen mit den Pflanzen. Und es funktioniert. Meine Großmutter hat mir das gesagt, vor 40 Jahren schon immer mit den Pflanzen sprechen. Ich sehe etwas, was wächst. Ich sehe etwas, was ich machen kann. Ich habe eine Riesenfreude dabei. Und ich lebe sehr, sehr einfach. Sehr, sehr einfach und sehr, sehr glücklich. Ich gehe mit meinen Hunden spazieren. Ich konzentriere mich auf mein Projekt. Ich habe den Stress, dass ich jeden Tag nur verkaufe, nur verkaufe, nur verkaufe. Es kann jeder bei mir kaufen, der will. Und wenn er nicht will, muss er nicht kaufen. Den Stress habe ich nicht mehr. Ich selbst lebe mit meinen Produkten, sei es das Öl, sei es das Aloe Vera, sei es der Honig, sei es die Oliven, sei es die Wildgewürze. Ich lebe damit und ich bin unglaublich glücklich, bin völlig stressbefreit. Beginne 4 Uhr morgens und höre um 13 Uhr auf. Das heißt, dein Tag ist früh beginnend? Sowas. Ich bin leidenschaftlicher Frühaufsteher und ich höre genauso leidenschaftlich um 13 Uhr auf. Okay, und was machst du dann? Dann mache ich ein sehr, sehr gesundes Mittagsschlaferl. Ja gut. So circa eine Stunde, dann gehe ich wieder mit meinen Hunden spazieren. Dann gibt es entweder Saunaaufguss oder im Sommer ein bisschen Radfahren oder Freunde besuchen oder jemanden einladen zum Essen. Es ist sehr, sehr, sehr easy. Sehr einfach und eigentlich sehr anspruchslos. Man hat mich belächelt vom IT-Manager. Du warst ja auch Unternehmer. Du warst ja Wirtschaftsunternehmer, mit eigenem Unternehmen. Und jetzt bin ich Biobauer. Meine Freunde, die ich immer noch in der IT habe, die ja meine Produkte kaufen, österreichweit meine Produkte kaufen, deren Meinung hat sich geändert. Ich tue ihnen nicht mehr leid. Mittlerweile tun sie sich leid. Okay. Weil ich merke, in welchem Zustand sie sind, in welchem emotionalen Zustand sie sind.
und sie merken, in welchem emotionalen Zustand ich bin. Ja. Ich stehe in der Früh auf und es geht mir gut. Ja, sehr schön. Und du lebst jetzt quasi frei. Frei heißt auch, dass du dich nicht mehr sonst an Konventionen hältst, so wie ich ein bisschen. Ja, also ja, du warst verheiratet, aber das bist du nicht mehr. Das heißt, Beziehungsleben machst du so, wie es dir gefällt. Dem Sinne ist auch da alles möglich. Und wir reden ja auch über das, nicht? Weißt du, ich habe gesagt, was magst du, was mag ich, aber geht das zusammen? Nein, geht nicht so zusammen, aber trotzdem, man tut sich einfach wechselseitig auf die Schulter klopfen und sagen, super Lifestyle, den du hast. Ja, wir haben ja mittlerweile ein großes Vertrauen zueinander, weil wir sie wirklich schon kennen und über alles gesprochen haben. Gibt es eine neue Liebe? Ja, nein, wie ist es? Ich bin nicht mehr in der Lage, ein 7x24 eheähnliches Konstrukt zu leben. Es geht nicht mehr. Ich brauche Zeit für mich. Ja. Ich mag auch, dass meine Partnerin Zeit für sich braucht. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja. Und ich habe eine wunderbare Partnerin und die versteht das. Ja. Aber man braucht diese Freiheit, die Freiheit seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Es kommt ja ständig etwas dazu. Ich entwickle mich ja permanent weiter. Es kommen alle Jahre Produkte dazu, neue Ideen, die man versucht, mit jemandem umzusetzen. Und bin jedes Monat so 5 Tage in Griechenland und sprich mit meinen Pflanzen, schau mir die Aloe-Plantage an, sprich mit meinen Angestellten und habe Riesenfreude und Riesenspaß dabei. Mhm. Wie hat sich dein unternehmerisches Denken oder dein Bewusstsein sonst verändert? Wie warst du früher zu deinen Leuten in der IT? Warst du streng? Bist du jetzt... du bist ja doch ein sehr geschäftstüchtiger Mann, so habe ich dich erlebt, oder auch sehr bestimmend. Und jetzt ist die Frage, hast du da jetzt noch irgendwie, wie ist das jetzt mit Menschen zusammenzuarbeiten? Lydia, es gibt aber 2 grundsätzliche Unterschiede. Der eine Unterschied war in der IT alles kommerziell, 300 Angestellte, du musst schauen, dass das Geld reinkommt, du musst die 300 Leute zahlen können, es muss das Geschäft florieren. Es ist ein beinhartes Geschäft, wo du keine Gefühle zulassen kannst, weder bei den Angestellten noch bei den Kunden. Alles, was über den Tisch gezogen werden kann, wird über den Tisch gezogen, wird mitgenommen und wird Geld gemacht. Ja. Man braucht ja nur zurückdenken an das Jahr 2000, wo die IT-Branche mit sämtlich relevanten Menschen die Welt rebellisch gemacht hat, dass der Jahrtausendwechsel für die IT der Todesstoß sein wird. Okay. Was natürlich jeder, der im IT-Umfeld groß geworden ist, gewusst hat, dass das ein völliger Blödsinn ist. Es passiert überhaupt nichts, weil... Es kommt der 1. Jänner, so wie jedes Jahr. Ja. Und statt 1999 kommt 2000 und man hat die ganze Welt in eine Panik versetzt und hat Milliarden Umsätze generiert weltweit, auch wie in Österreich. Und da hat man überall mitgespielt. Und wenn was nicht funktioniert hat, Leistung nicht gestimmt hat, wurde entlassen, es war nicht angenehm. Das hat sich geändert. Heute habe ich eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung zu meinen Mitarbeitern. Allerdings ist mir das gelernt worden, weil du, wenn du einen Griechen sagst, morgen um 7 Uhr treffen wir uns dort und du gibst ihm eine To-Do-Liste für den ganzen Tag, der wird mit Lachen nicht fertig. Ne? Das heißt, man muss sie einfach arrangieren. Sie haben auch das Bewusstsein, wenn du sagst, um 7 fangen wir an und er kommt um 11, hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er was falsch gemacht hat. Okay, ja. Das heißt, man muss einfach damit lernen. Das Typische, das jeder kennt, ich fahre nach Griechenland auf Urlaub und es ist easy way, easy going, relaxen, alles langsam, schön. Mhm. Ist im Urlaub sehr, sehr, sehr geil. Ja. Ist, wenn du aus österreichischen, europäischen Verhältnissen, aus der Arbeitswelt nach Griechenland kommst, ein Fiasko anfänglich. Mhm. Ein Fiasko. Mhm. Du musst lernen, dass ja, mache ich, heute, morgen, übermorgen oder nächste Woche sein kann. Mhm. Habe ich lernen müssen. Mhm. Sie haben mich erzogen dahingehend. Okay. Und mittlerweile funktioniert es gut. Okay. Und ich kann das in Österreich 1:1 übernehmen. Ich habe Kunden, die mich anrufen und sagen, Horst, ich brauche Blätter, ich brauche Olivenöl, ich brauche das, das, das. Sage ich, ja. Niemand braucht diese Blätter innerhalb einer Stunde und niemand braucht das Öl innerhalb einer Stunde. Mhm. Er braucht es morgen oder übermorgen. Mhm. Und genauso handhabe ich das und genauso sehe ich das. Mhm. Und sollte wirklich einmal irgendjemand vergessen haben und er braucht es jetzt, dann fahre ich auch um 13 Uhr hin, weil ich kriege dann dort einen Kaffee, eine kleine Flasche, so wie bei dir. Das ist recht lustig und ist jetzt nicht wirklich arbeiten. Ja, ja.
Ich kann mich noch erinnern, wir waren ja sehr sozusagen zacke, zacke rein, die Aloha. Ich habe gesagt, was ich brauche. Du hast gesagt, ja, ich komme dann, drei Worte und das war's. Und dann hat es einen Knackpunkt gegeben bei uns. Da habe ich dann bemerkt, da ist jetzt eben, da ist diese Schnittstelle, wo man sagt, da hat man jetzt was echt gemeinsam. Und zwar habe ich bemerkt, dass du deine Hunde sehr liebst und du hast einmal was gepostet, weil ein Hund gestorben ist. Ja. Und drei Wochen später habe ich ja meinen Familienhund, damals, das ist jetzt 4 Jahre her, den Rocco einschläfern lassen müssen. Und dann hast du die Blätter gebracht und dann habe ich gesagt, und du hast ja Hunde, du magst auch Hunde. Und dann habe ich gesagt, und ich habe meinen Rocco einschläfern lassen müssen und dann sind die Tränen gekullert, und zwar bei mir und bei dir. Mhm. Und dann ist so wie ein Eis gebrochen. Ja. Also es gibt diesen Moment, wo du, da hast du eine Passion in dir, ja, und das ist, glaube ich, deine Passion und Leidenschaft sind die Hunde, also die Tiere. Ja. Und da, für die sind eigentlich wie deine Kinder. Ja. Ich meine, du hast aber Kinder, ne? Ja. Aber die Hunde sind deine echten Kinder. Ja. Ja, und die richtigen Kinder? Sind auch meine Kinder, aber die sind erwachsen, haben ihre eigenen Familien, wohnen weit weg. Ja. Also, die Hunde sind 24 Stunden täglich bei mir. Genau. Und ich habe seit 30 Jahren Hunden, immer wieder aus Tierasylen, also niemals verzüchtern, sondern wirklich immer aus Tierasylen, aus Tötungsstationen. Und ich bin sehr, sehr glücklich damit, auch wenn sie schlimm sind. Ich habe unerzogene Hunde. Mhm. Ich will keinen Hund, der Sitzplatz macht und Pfote gibt und am Purzelbaum schlägt. Ich mag einen Hund, der Hund ist. Mhm. Und also das magst du, das Wilde an den Hunden, oder? Sie müssen auch ihre eigene Meinung haben. Sie müssen grundsätzlich, wenn es darauf ankommt, müssen es folgen. Aber es sind, der eine ist ein Windhund und der andere ist ein ungarisches Mixmädchen. Also es sind sehr unkomplizierte Hunde, aber zu Hause sind schon sehr schlimm, aber sie dürfen auch schlimm sein. Und du hast ja Gott sei Dank einen großen Garten und ein Haus, in dem sie herumlaufen können. Ne? Ja. Ja, schön. Sehr und jeden schön. Tag in der Früh um 4 Uhr aufstehen und um 5 Uhr gehen wir spazieren, jetzt bei völliger Dunkelheit, das ist lustig. Mhm. Und sind wir so eine Stunde unterwegs, dann gibt es Frühstück und dann beginnt mein Arbeitstag. Ganz einfach. Cool. Ja, lieber Horst, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz, ganz guten Einblick gegeben in unsere gemeinsame Welt, die uns über die Aloe da verbindet. Ich habe ja jetzt auch zwar meinen Laden geschlossen, aber ich möchte meinen Kunden anbieten, dass sie über einen bestimmten Promocode, den sie über mich bekommen, bei dir direkt sich das schicken lassen können. Genau. Und das werden wir dann unten in unserem YouTube-Video verlinken. Also, ja. Ich darf euch einladen, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, und Zuhörerinnen, dass ihr diese Produkte ausprobiert. Ich habe sie früher sehr gerne verkauft und jetzt kann man es einfach sich schicken lassen, weil wir haben hier eine IT-Kompetenz mit einem realen Produkt und das ist die moderne Welt heute. Und deswegen bin ich so happy, dass wir heute in diesem Podcast hier das verknüpfen. Das echte Leben, da sitzen zwei Menschen. Der Horst hat seinen Anorak noch immer nicht ausgezogen, aber das ist egal. Wir sind so, wie wir sind. Meine Haare sind anders als normal, aber auch wild. Gut, wild. Und wir reden über das Leben, so wie es halt ist. Und wir wollen trotzdem einfach einer größeren Vielzahl von Menschen diese wundervollen, lebenswerten Produkte vermitteln und die Möglichkeit geben, dass sie sich auch bestellen können. Und das ist heute hier die Gelegenheit, dass ihr es euch schicken lassen könnt, dass ich meine Reichweite quasi dafür nutze. Und da bin ich total dankbar. Und so ist Weiterarbeiten auf einer anderen Ebene möglich. Mhm. Und dann können wir uns weiterhin kurz sehen auf einem Cafeci. Ja, wollen wir ja auch unbedingt. Und uns austauschen und diesen Aussteiger-Lifestyle, der ja nicht am Himmel oben ist, sondern ziemlich auf der Erde unten gelandet ist, dass wir den auch pflegen, hegen. Und ja, es gibt nichts Schöneres, als sich und seinen Körper mit den super Produkten hier da zu verwöhnen. Da haben wir wunderbare Oliven. Ich möchte noch was dazu sagen. Dieses Öl habe ich auch medizinisch, ein Olivenöl aus wilden, am Baum getrockneten Oliven. Nein. Oder was ist Nein. das jetzt nochmal? Das ist ein Olivenöl von wilden, unveredelten Urolivenbäumen in Griechenland. Okay. Diese Bäume sind über 1500 Jahre alt. Die Oliven sind klein wie Erbsen und haben unvorstellbar hohe Inhaltsstoffe. Wir haben die testen lassen an der Universität in Athen und das ist ein Superfood, das ist nahezu ein Pharmazeutikum, hat 30 Mal so hohe gesunde Inhaltsstoffe wie normales Olivenöl. Alle Produkte, die man bei mir kaufen kann, sind völlig unverändert, sind 100% Natur, sind biologisch, ausgenommen ist der Honig. In Griechenland gibt es für Honig kein Biozertifikat, weil die griechische Behörde sagt, ich kann der Biene nicht sagen,
zu diesen Blumen, an diesem Hausfenster darfst du nicht fliegen und dort hat jemand Pestizid verlangt. Es ist bio, aber es ist nicht biozertifiziert. Mhm. 1500 Jahre alte Bäume, Wahnsinns-Olivenöl, sehr, sehr olivig, sehr, sehr erdig. Mhm. Ein-, zweimal in der Woche ein Esslöffel, ein Teelöffel auf nüchternem Magen, Wahnsinn. Mhm. Auch das normale Olivenöl, mit dem man übrigens kochen kann, so wie mit jedem nativen Olivenöl extra. Ja, genau, 180 kochen Grad, sanft erhitzen. Genau. Rauchpunkt ca. 180 mhm. Grad, bis dorthin können Sie grillen, braten, was immer Sie wollen. Es ist handgeerntet, mhm. grün geerntet, es ist biologisch. Genau, schaut noch schön. Es ist ein wahnsinnig gutes Öl mhm. und es kommt aus der Koranegi-Olive, eine der bekanntesten Olivensorten in Griechenland, mhm. sortenrein. Mhm. Spezialisten, kann man googeln, Spezialisten sagen, das Öl der Koranegi-Olive ist das Weltbeste. Mhm. Es wird heute nicht mehr verwendet in den Hochleistungsplantagen, weil es sehr, sehr aufwendig ist. Mhm. Bäume müssen geschnitten werden, man mhm. kann nicht bewässern. Es ist eine kleine Olivensorte. Und das letzte oder das vorletzte Baby, mhm. das wir aufgenommen haben, ist wilder Bergoregano, mhm. handgeerntet und sonnengetrocknet. Mhm. Also in keiner Hitzekammer sonnengetrocknet. Mhm. Und das gleiche ist wilder Thymian. Mhm. Das sind Naturkräuter von den wirklich schroffen Hängen am südöstlichen Peloponnes. Mhm. Und jetzt neu, heute leider noch nicht da, aber ab nächste Woche verfügbar, zwei Seifen. Mhm. Und zwar kaltgerührte, handgeschöpfte Seifen ohne Chemie. Mhm. Eine Aloe Vera Seife und eine Olivenöl Seife. Mhm. Wunderbare Produkte für mhm. die Haut. Im Gegensatz zu den ganz normalen Produkten, die man im Handel bekommt, das ist wirklich sehr, sehr schonend für die Haut. Mhm. Und wunderbar toll, freue mich sehr darauf, dass wir das, wir haben hier einen Familienbetrieb in Griechenland mhm. ausfindig gemacht, der ein paar tausend Stück davon im Jahr produziert. Mhm. Also wirklich, ich habe mir das angeschaut, das Olivenöl wird eingeseift, das ist, mhm. es ist wunderbar mhm. und wird in selbst hergestellten Formen gegossen, ist toll. Es mhm. ist wirklich wunderbar. Und so kommt halt alle Jahre irgendetwas dazu. Mittlerweile ist das Portfolio richtig groß, wobei die Basis allen Schaffens ja. ist die Aloe Vera. Ja. Na, ich freue mich sehr, dass du mir heute jetzt wieder persönlich Blätter geliefert hast. Und ja. das haben wir gleich zum Anlass genommen, dass ich Horst Buchinger hier vor meine Kamera gesetzt habe. Denn was gibt es Interessanteres als spannende Geschichten, die das Leben schreibt, über Dinge, die das Leben wertvoller machen. Und das haben wir auf jeden Fall hier mit diesen Produkten. Und ich freue mich, dass du heute da warst. Und ich freue mich, dass ihr bis hierher gehört habt. Und ja, unten findest du den Link. Ich werde ja immer noch angerufen, obwohl mein Laden nicht geöffnet hat, wo man denn diese tollen Produkte bekommen kann. Und jetzt möchte ich einfach die Quelle preisgeben. Und ich lade euch herzlich ein, euch einfach schicken zu lassen. Und das ist das, was der Horst auch sehr gut macht, indem ja. er auch wirklich sich darum kümmert, dass es gut bei euch landet. Und so haben wir was in der Hand, wo wir wirklich bis zum Ursprung zurückverfolgen können, ja. wo die Quelle ist, wer das macht, mit welcher Intention das macht. Also, vielen Dank fürs Zuhören und Horst. Ich sage danke, Lydia. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ja, auf ein gemeinsames, genau. auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft. Genau, und das Internet möge hochleben, weil solche Möglichkeiten haben wir dank des Internets. Und du als ITler hast jetzt sozusagen auch eine Möglichkeit, das, was du früher an den Servern geschraubt hast, jetzt vor der Kamera zu genau. zeigen. Toll. Es ist weit lustiger. Super. Okay. Vielen herzlichen Dank. Danke. Das war jetzt eine Stunde? Ja. Wirklich war? 15 Minuten. Bist du deppert? Wir sind zwar alt, wir sind zwar Trotschen. Das geht schnell. Das ist so cool. Wir sind solche Trotschen.